Ja, aber Sieg, da bin ich gespannt, was mit unseren Münchner Löwen heute passiert. 17.30 Uhr Allianz Arena gegen Paderborn. Und ich hoffe, am Ende sind wir vorn. Weil da entscheidet sich dann schon langsam, ist der Schmidt der richtige Trainer für die Löwen. Ich würde sagen, ja. Und was mir ganz gut gefällt, wenn der die jungen Spieler von der zweiten Mannschaft eine Chance gibt, an Bobby Wood und wir es alle heißen, die 20, 21-Jährigen. Weil da hängt unser Herz dran. Die haben mir großgezogen, die sind bei uns groß geworden. Hallo, die Dame, grüß dich Gott. Interessierst dich du auch für Fußball? Gar nicht. Nein, oh, die Dame wollte weitergehen, das haben wir schon gemerkt. Ich hatte also ein bisschen wenig Lust gehabt, dass sie jetzt über Fußball redet. Dabei ist ein Fußball das wunderbare Thema, wo uns Münchner aufrechterhält. Bayern sowieso, Bärenstark und unsere Münchner Löwen. Heute kommt der Ismaik irgendwie eingeflogen. Seine Halbbrüder und Halbgeschwister oder seine Cousins und Neffen, was weiß ich, wenn er da schon vorgeschickt hat aufs Trainingsgelände. Aber irgendwie haben wir da, riecht es ein bisschen komisch, gell, noch. Exotisch riecht es ein bisschen, gell? Die haben einen eigenen Körpergeruch irgendwie, dampfen die ein bisschen anders, die haben ein eigenes Parfum, irgendwie riecht es bei uns ein bisschen, nicht mehr nach Giersing, nicht mehr nach Leberkassemi und nicht mehr nach Giersinger Brei. Die Giersinger Breier haben wir gestern ganz schön zusammengeschissen, aber zu Recht. Und jetzt gehen wir zum Wetter für den nächsten Tag. Jawohl, Risseier, lange Unterhosen, die geschickten Socken, das Wärmflaschel her. Es wird Winter. Die Mädel zieht zusammen wie auszudelte Weißwürst. Und uns Buben friert auch rotes Nasenspitzel, rote Backerl und die Wollsockerln. Jawohl, es wird Winter. Und wenn es Winter wird, wird es schön. Und wenn es schön wird, gehen wir am Christkindlmarkt. Und da ist am schönsten der am chinesischen Turm. Da war jetzt wieder super Werbung für die, weil die Familie Herwald, das sind einfach meine Freunde. Auch wenn der Hermann im Himmel drum runterlacht und sagt, Didi, mach ja eine Werbung für meinen chinesischen Turm. Weil das ein pfenniguter, bärenstarker Christkindlmarkt ist. Und das stimmt auch. Glühwein trinken, irgendeine schöne, heiße Wurst essen und da gehört ein kaltes Wetter dazu. Weil vergangenen Sonntag hat die Sonne noch gescheint, Biergarten war noch dabei und der Christkindlmarkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Das war's jetzt einmal. Kurz und bündig. Und wir haben nicht einen neuen Kameramann, wir haben eine neue Kamera. Und ich hoffe, dass die Beutel noch besser sind und dass meine beißenden Kommentare zu den Münchner Löwen immer noch beißender werden. Und das hört man dann. Klapper, klapper, führt euch gut. Jo, hey, jo, ho.